So, da muss ich hin. Moment. Ah, fuck. Moment, halt, stopp, aus, pfui. So, die schnell töten. Jetzt lasst mich in Ruhe. Ihr ekligen kleinen Dreckschweinsche. So, du bist auch down. Werden wahrscheinlich noch ein paar kommen, die mich attackieren wollen. Wisst ihr, was Angst ist? Die Angst vor dem, was man selbst ist. Und die Angst vor dem, was das eigene Fleisch und Blut einem antun würde, wenn sie es wüssten? Nein, ihr könnt es nicht verstehen. Die Menschen sehen euch als eine Retterin an. Habt ihr jemals über diejenigen nachgedacht, die ihr ums Leben gebracht habt? Sie waren Väter, Geliebte, Töchter. Ah, okay, sie hat das anscheinend auch für uns hinterlassen, wie das so aussieht. Sie fragten mich, was ich sehe, wenn ich ins Feuer blicke. Ich sehe einen brennenden Mann. Ich sehe eine brennende Hexe. Ich sehe einen Schrecken und einen Hund, der alles verbrennt. Was können die Menschen gegen einen solch unstillbaren Hunger auszurichten hoffen? So darf ich nicht in Flammen gehen. Und hier haben wir gleich den nächsten Teil. Oh lol, 5 unten Markierarmethyst. Er schrie, während die Flammen ihn verzehrten und ein widerlich süßer Gestank verbreitete sich. Er hatte mich gefunden. Zum ersten und einzigen Mal nahm er mich wirklich wahr. Als er sah, dass die Flammen mir nichts anhaben konnten, hauchte er nur ein Wort. Es war sein letztes. Hexe. Erschlagene Madengeburt. So siehst du mir auch schon aus, wie so eine richtig dreckige Madengeburt. So, hier ist eine Falle, mein Gott. Ich habe sie fast übersehen. Ah, hier sind aber einige. Kein Problem, 360 Attack. Dann läuft das. Und die kommt von überall. So, sterbt, meine Freunde. Niemand kann mich aufhalten. Verdammt. Ich bin da durchgelaufen. So, das war's. Alles aufgedeckt. Dann kann ich ja weitergehen. Ich finde cool, dass... Oh, hier liegt ein Bogen. Den habe ich ja komplett übersehen fast. So. Jetzt kann ich da durch. Wenn alles wie sich einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Bitte lasst mich es tun. Bitte. Bitte lasst mich es tun. Na dann. Moment, erstmal hören wir uns das an. Hexe nannten sie mich. Aber es waren leere Worte. Sobald ihre Töchter ein unerwünschtes Kind erwarteten, sobald eine Krankheit sie plagte, die kein Heiler behandeln konnte, wen flehten sie dann um Hilfe an? Als sie mich brauchten, verschwand die Moralität, die sie bei Tage zur Schau trugen. So ist es immer. Immer. Na dann. Fertig. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Okay. Jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Okay. Und es kommen Gegner zum Vorschein. Ja! Na gut, das haben wir ja schon gesehen, dass da Gegner kommen werden. Also kein Problem. So, zack. Upsa. Also wie gesagt, ich finde das an und für sich, finde ich ja Schwarzes Loch schon nicht scheiße. Upsa. Allerdings, wie gesagt, ich muss sagen, dass ich finde, es ist zu kurz einfach. Verdammt, der ist immun. Das ist natürlich Käse. So, erstmal weg von euch. So. Mach ich überhaupt gerade Schaden, ey? Ich weiß das nicht. Mir kommt das teilweise sofort, ob ich gar nichts an Schaden mache mehr. Aber bei jetzt geht's eigentlich wieder. Ich finde aber am Ende so des Abschnitts kurz vor Uzael, oh, da war ja gar nichts an Damage. War ja ganz schlimm. Ja gut, dann töte ich ihn halt ohne. So, so, zack, zack. Was habe ich bekommen? Würfel. Achso, das ist für Schuft. Für das Schuft. So. Das dazu. Aber so viel haben die mir jetzt auch nicht gegeben an Erfahrung.
ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Wie? Du sollst ja auch... Mach hier jetzt. Lol. What the fuck? Die bewegen sich ja. Aber nicht mit... Was ist das denn für ein Vieh? Das kann ja ganz kriminelle Sachen. Lol. Wo kommt ihr denn her? Moment. Momentchen mal. So geht das aber nicht. Mann, ihr kleinen Dreckskekse. Aua. Moment. Hier liegt was. Ach, eine verwesene Leiche. Ja, warum nicht? Kann er auch mal da... Aua. Kann er da auch mal rumliegen? Boah, ey, komm. Zack. Meine Fresse, was ist das hier für Dinger, ey? Möchte ich eigentlich nicht zu nahe kommen? Die machen Aua. Aber die slowen mich irgendwie sowas. Die sind recht easy, muss ich sagen. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Alter, lecker mich am Poppes. Am Poppes, Poppes, Poppes. Aua. Wir müssen gleich irgendeinen Scheiß machen. Nicht mit mir. Die, ach, guck mal, die gebären die und die gebären die Kleine. Ist ja interessant. Außerordentlich interessant. Ja. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ich kann aber nicht länger warten, das ist doof. Kurz weg. Ja, nee, ist klar. Da kommt immer mehr. So, ihr kleinen Spastis dürft sterben, wenn ihr möchtet. Warum nehmt ihr davon nicht einfach Gebrauch? Verstehe ich nicht. Komm schon. Komm schon, stirb. Jetzt stirbt doch. Geht doch. Ach, guck mal. So ein fliegendes Mongo-Vieh ist auch noch da. Oh, hier haben wir einmal eine Truhe. Mit schönen Sachen drin. Hier haben wir das. Hier haben wir das. Ah, Hilfe. Rede vielleicht nicht immer so weit. Moment. Ich bin schwer verwundet. Wer macht nochmal den Scheiß kaputt hier? Ich muss noch ein wenig länger. Was ist das? Warum? Verstehe. Hä? Was soll denn das? Was soll denn das? Ach komm, da wäre so ein weiteres Ding, ich verstehe. Oh lol, willst du mich verarschen? Flipsch aus. Ich will überlegen, ob ich gleich Akon wieder mal reinsetze. Dann gibt es nämlich richtig fett in die Fresse. Zumindest mit einer Verwandlung gibt es ordentlich was ins Fressbrettchen. Lol, Hilfe. Hilfe, Hilfe! Ich warte immer noch. Zu viele Monster! Mir kommt das fast vor, als ob hier echt mehr sind als in Akt 4 und so zusammen. Also hier sind richtig viele Gegner dann teilweise auch. Moment, einmal den hier. So, zack, alter Schwede, ey, ohne Spaß. Noch nicht bereit. Das ist auch noch so ein komisches Ding. Ach, guck mal, das ist so ein Fallenauswerfer, okay. Hilfe. Hilfe. Mutti, Hilfe. Boah, ey. Sterbt doch einfach, Kinders. Stirb. Und ihr auch, sterbt. Mord und Rotschlag. So. Ja, da muss man auf jeden Fall um einiges mehr Damage machen. Aua. Damit man hier, ne,
die auch schneller down kriegt. Lol. Die sind aus einem Poppes gekrochen. Ist ja ekelhaft. Okay. So viel dazu. Nur die kleinen Viecher, damit kann ich umgehen. Das ist kein Thema. Ich brauche mehr Zeit. Alter, willst du mich verarschen? Boah, ihr geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Kann man den Turm nicht mal endlich kaputt machen hier? So, hier. Jetzt aber down. Dem Scheiß. Meine Fresse, ey. Oh, guck mal, hier ist noch so einer, der auf die Fresse will. Komm her. Lol. Zum Glück kann ich mich da aus jedem Gefängnis raus teleportieren. Ich bin da so glücklich drüber. Komm, ihr kommt doch hier gleich raus. Nee, kommt ihr nicht. Schade. Hätte ich eigentlich jetzt gedacht und erwartet auch. Ah, guck mal, hier ist einer. Dann halt so, geht auch. Eigentlich benutze ich das echt nur, um ja, zwei Spiegelbilder zu erschaffen, damit die noch kämpfen können für mich. Moment. So. Zack, zack. Tot. Ein weiteres Ding. Ich muss einen weiteren Siegelstein finden, um festzustellen, welches Siegel das richtige ist. Aha. Nein. Ein glorreicher Kampf. Lol. Ihr seid vier? Das ist aber unfair. Das ist aber ganz schön unfair, meine Freunde. Kannst du schon ihre eigenen Ads erschaffen? Das ist ja ekelhaft. Lol. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Oh, Junge. Knäppchen. Das war echt knapp gerade. So, ich will jetzt auch nicht weiter dahin gehen, ne? Weil man weiß Bescheid, was dann passieren könnte. Dann ziehe ich noch mehr Monster an und das wäre nicht so gerade in meinem Interesse. Oh oh. Ah, zum Glück konnte ich vorher ausweichen. Lol? Ich habe das erst gar nicht gesehen, dass hier Eis ist. Shit! Boah, ich muss sagen, die halten ganz schön was aus, die kleinen Spastis. I need more damage! More damage! Oh, weg hier. Ja, genau. Falle und so, schon klar. Hallo, wo seid ihr da? Boah, wenn ich wenigstens schon mal welche töten könnte von denen, das wäre ja auch schon mal was, Lol. Ja, lol. Wo kommt man denn da hin? Wenn die mich einfach so töten können, die Schweinebacken. So, einer ist tot. Einer dürfte kein, hoffentlich kein Thema sein. So, der ist nämlich auch down. So, zack, jetzt habe ich nämlich noch die beiden da hinten. Ja, man, die sind ja wohl kein Problem. Hoffe ich zumindest. Oder ist es nur noch einer? Ne, müssten eigentlich noch zwei sein. Er brüllt mich an, er brüllt mich an. Oh. Moment, wie viele sind das denn? Das ist jetzt noch fünf oder wie oder was oder wo? Können ja eigentlich nicht. Eigentlich sind die maximal immer zu viert am Start. Die Burschen. Ach ja, bestimmt so ein kleiner Cheater-Verein hier. Aua. So, aber egal, der ist gleich down.
So, tot. Jetzt haben wir noch die beiden hier, richtig? Richtig. Die werden sich gerade nicht einig, wer als erster durch darf, deswegen... Das ist für mich gerade ganz gut so. Oh, oh, ich muss hier weg. Nun, dass sie nicht auf die Idee kommen, einfach außen rum zu gehen, dann ist doof. So, lol. So nutze ich natürlich gerade mal gerne ihre Dummheit aus. Macht den auch schön Schaden, so, dann kann ich mich mal zack machen. So. Dann mach ich zack. Dann mach ich zack. Wo ist denn der Tempel eigentlich schon wieder? Und hier, Lorat. Lorat macht nix. Upsa. Lorat, die alte Kackbratze. So, die sind eigentlich gleich down. Dann. Oh, oh. Oioioioioi, das war knapp. Zum Glück kann ich mich wegteleportieren. Verdammt, jetzt ist natürlich das Knäuel gelöst und er kann durch. Aber gut, ich meine, das dürfte eigentlich gleich down sein. Und tschüss. Könnte man wahrscheinlich auch um einige schneller machen, wenn man stärker wäre. Ich bin aber leider schwach. Klein und schwach. Oh, fuck ja, und ich gehe einfach durch. Warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Mein Hallo. Why the fucking not? Sind die anderen auch wahrscheinlich alle hier, denke ich mal, ne? Lol. Da sieht man ja nichts mehr auf dem Bildschirm. Das war ja noch vor dem 201er Patch, wo man das Explosion, das CMS-Bild nutzen konnte. Boah, da habe ich nichts mehr gesehen, ey. Ohne Scheiß, weil da waren natürlich so viele Monster. Ist blind. Da war ich echt blind. Da habe ich einfach nur gedrückt. Das ist ja voll ekelhaft und so. Auf die Fresse. Der Angriff ist schon cool. Die Druckwelle. Weil die halt so wirklich so ein 360 Damage macht. Haha, daneben geschlagen. Das ist schon echt nice. Die Suche nach der Madenbrut hat sich als richtiges Abenteuer herausgestellt. Zum ersten Mal sah ich einen ihrer Kadaver abseits einer Straße nach Westmark. Dort herrschte ein solcher Gestank, dass ich mein neuer Assistent direkt zweimal auf meinen Lieblingsreiseumhang übergab. Die Flecken sind dann irgendwann verschwunden. Trotzdem war ich äußerst betroffen. Alter, mit ihrem scheiß Giftschaden. Ich hole euch jetzt da runter und dann ist Schluss. Eurem Scheiß da. Aber. Moment, hier. Hilfe! Ich bin noch nicht bereit. Oh, Junge. Kann nicht sein. Immer schreien die mich alle hier an. Was soll das? In Ruhe. Warte, zack. Na, schön mal in die Mitte ziehen. Ja, nö, ist klar, ne? Aber sonst geht es euch noch ganz knusper in der Birne. Hallo. Ja. Boah, da muss ich den Turm noch kaputt machen, damit die mir nicht weiter auf den Sack gehen können. Kleinen Spastis. Da. Läuft. Leider machen die recht wenig... Ach, guck mal, den Turm habe ich schon down. Leider machen die ja recht wenig Damage, muss ich sagen. Die Spiegelbilder. Das noch ein bisschen mehr und wäre cool. Na gut, da wäre das ja auch noch eine tatsächliche Verstärkung. Ja, auch krass. So. Aber hier ist auch was los immer. Meine Güte, ey. Immer Action. Alter, wie man gar nichts sieht einfach. Jetzt stirbt doch halt. Meine Güte. Die lassen aber auch gerade recht wenig droppen, muss ich sagen. Ne? Das ist so... Also so ein Drop Nirvana ist das nicht. War noch nie besonders am Herzen. Oh. Oh nö. Dein Ernie?
Das ist uncool. Ja, diese komischen Vögel, die sind tierisch auf den Sack. Ja, genau. Ja, genau. Noch nicht bereit, noch nicht bereit, noch nicht bereit. Ich muss mal ganz kurz wegrennen. Ich will mal was versuchen. Moment. Moment. Eigentlich, das wollte ich nicht versuchen. Ich wollte eigentlich was anderes versuchen. Scheiße, jetzt muss ich natürlich warten. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Ganz kurz Arkon. Nein. Ja, ja, ich weiß. Bla, bla, bla. Zu verlangsamen. Pure Macht. Okay. What? Wird eine Explosion ausgelöst, die allen gehen und 3680 Damage. Lol. Das ist ja, also das war mal weniger. Jetzt darf ich ihn natürlich nicht einfach so irgendwie auslösen, das wäre ziemlich doof. Ich muss mir das schon für die Elite gleich da, für die Boss-Gegner aufsparen. Weil da haue ich ordentlichen Schaden rein. So.